Hallo und herzlich willkommen zu meinem Forest Let's Play. Ich würde gerne ein paar Worte sagen, bevor das Spiel beginnt. Forest ist derzeit für 14,99 auf Steam erhältlich und es ist eine Alpha. Man kann derzeit nicht speichern und in der Alpha werden im Video einige Bugs zu sehen sein, unter anderem fliegende Steine. Und das Gute an oder das Negative an Bugs ist, dass sie auftreten können jederzeit. Ich hoffe für euer Verständnis, dieses Spiel ist gestern erst am 30. Mai rausgekommen. So, nun sind wir in-game. Wir sind mit einem Flugzeug abgestürzt. Und ab jetzt geht es ums nackte Überleben. Wir müssen essen, trinken und uns verstecken. Wir können uns vergiften. Wir können sterben. Und das Ziel ist es, so lange wie möglich zu überleben. Jetzt scheint es noch keine Hauptkampagne in diesem Spiel zu geben. Und wir werden jetzt einmal den Absturz erkunden und alles Mögliche an Items sammeln, die uns das weitere Überleben ermöglichen. Hier haben wir beispielsweise jetzt eine Feder gefunden, einen Stein. In diesem Spiel gibt es auch ein Crafting-System. Man kann Dinge miteinander kombinieren. Ich werde euch jetzt mal das Inventarsystem zeigen. Das ist unser Inventar. Das haben wir bisher gesammelt. Ein paar Cola-Dosen, ein Bruce, Energy, Lowest Energy. Ich weiß jetzt nicht, wofür das ist. Wir haben von Anfang an ein Feuerzeug, das uns als Lichtquelle dient. Und ein Survival Guide, der uns durch das Crafting-System führt. Und eine Axt, die wir gerade gefunden haben. Aber wir sind auf dieser Insel, Halbinsel, nicht alleine. Es gibt hier noch andere Menschen, wie wir gesehen haben. Und diese Menschen, wir wissen noch nicht, ob sie freundlich sind. Das werden wir aber noch herausfinden. Wir haben jetzt einen Energy-Riegel gefunden. Kleidungsstücke. Ein Tennisball. Komm her, du Vogel. Ein Tennisball haben wir gefunden. Gucken, was hier drin ist. Wieder ein Tennisball. Schmeißen wir den mal hinterher. Hier haben wir beispielsweise Pilze jetzt gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die giftig sind oder nicht. Aber wir essen sie mal. Keine negativen Effekte. Na gut. Ich höre etwas. Ach, das ist der Tennisball. Oh mein Gott. Ich habe mich schon erschrocken. Ich dachte, sie kommt. Gut, wir werden jetzt damit anfangen, uns erstmal ein Feuer zu bauen. Es fängt an mit dem Feuer. Allerdings werde ich jetzt einmal für euch den Survival Guide spielen. Wir sollen als erstes einen Hunting Shelter bauen. Das tun wir gleich. Wir bauen uns hier direkt beim Absturz bauen wir uns erstmal einen Hunting Shelter. So wird das Gebäude im Endeffekt dann aussehen. Wir müssen jetzt erstmal die Materialien finden. Indem wir sie in unserem Inventar haben und einfach E klicken, werden sie eingebaut. Wir brauchen jetzt noch kleine Äste und einen großen Baumstamm. Den großen Baumstamm kriegen wir ganz einfach,
Nämlich mit dem ultra geilen Baumfällsystem. Oh, ich liebe Bäume fällen hier. Das ist so geil. Man sieht richtig, wie unten die Rinde absplättert. So, und ich hoffe, er kippt gleich endlich um. Ah, komm, kipp um. Oh, 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 er fällt. In welche Richtung? Oh Gott. Und wir haben ihn gefällt. Jetzt haben wir Baumstämme. Ich glaube, man kann sogar mehr mitnehmen. Die können wir... Oh ja. Er ist ein richtiger Herkules. Also ich weiß das nicht. Die können wir jetzt hier hinten zu unserem Haus tragen und mit E auf den... Boah, hier ist mal dieser Tennisball. Ich krieg so Ultraschiss. Geh weg. So. Suchen wir die Baumstämme. Da hinten ist noch einer. Hier sehen wir auch eine Echse, die gerade den Baum hochklettert. Eine super coole Engine. Jetzt bekommen wir kleine Äste, da wir einen kleinen Baum gefällt haben. So, komm. Die Fauna und Flora ist sehr geil in diesem Spiel. Hier war auch gerade irgendein Hase. Wenn ich ein paar Minuten stehen bleibe, dann setze ich auch einen Vogel auf meinen Arm. Das sieht sehr cool aus. Ein richtig cooles Spiel. Dieser verfluchte Ball, wo ist der? Hau ab! Gut, wir müssen den zweiten Baum fällen, damit wir endlich unsere Hütte fertig bauen können. Na, scheiße. So, der finale Schlag. Richtung Felder. Oh, er fällt in unsere Richtung. Na, scheiße. Ach, komm her. So, nun haben wir einen Hasen, den wir auch gleich auf unserem Feuer braten können. So müssen wir nicht umherirren und irgendwelche Tiere suchen. Gut, mit ein paar Essen ist es dann getan. Unser Haus ist endlich fertig. Wieder ein Tennisball. Scheint so, als ob hier eine ganze Tennismannschaft im Flugzeug saß. So, den Unterstand haben wir fertig gebaut. Leider, wie ihr seht, schwebt er noch ein bisschen in der Luft, aber es ist eine Alpha. Ich hoffe, den Bug werden sie bald fixen. Wenn man keine besonders gerade Stelle gefunden hat, dann hat man oft dieses Problem. Als nächstes müssen wir einen Feuerplatz bauen. Den bauen wir auch gleich. Dazu brauchen wir Blätter, die wir bereits schon haben. Und zwei Äste. So. Das zünden wir natürlich auch gleich mal mit unserem Feuerzeug an. Ein originelles Big-Feuerzeug. Auch eine originelle Lufthansa-Luftmaschine.
Gut. Der Survival Guide. Okay, hier wird nochmal erklärt, welche Beeren nicht giftig sind und welche Beeren giftig sind. Wir sollten auf keinen Fall die schwarzen Beeren essen, die sind giftig. Alle anderen Beeren können wir bisher essen. Und, ja. Das war das Tutorial. Sehr simpel, sehr einfach. Ich werde hier noch einmal kurz zeigen, was man derzeit in The Forest bauen kann. Man hat drei unterschiedliche Arten von Feuer. Ein kleines Feuer, ein stehendes Feuer und ein richtiges Feuer mit Stein drumrum. Dann kann man als Wohnmöglichkeiten derzeit ein Haus bauen, ein richtiges. Den Hunting Shelter, den wir gerade gebaut haben und einen kleinen, ich nenne es mal Zelt, Unterschlupf, Blätterdach. Wir können dann auch noch einen Lockholder bauen, in dem wir die Baumstämme lagern können, falls wir sie dann später nochmal benötigen. Es gibt dann noch die Customizing-Auswahl von zum Beispiel einem Holzwall, einem Defense Wall, einem Wall with Door, einem Wall with Window. Und mit Hilfe dieser Sachen können wir uns unser eigenes vorbauen, was sehr cool ist. Man muss sich hier auch verteidigen, aber dazu später mehr. Furniture, also Möbel, gibt's wohl noch nicht. Deadfall Trap, das sind Fallen, die wir brauchen, um uns beispielsweise Eindringlinge vom Leib zu halten oder uns einen gewissen Vorteil in Kämpfen zu verschaffen. Und hier gibt's den Rabbit Cage und den Small Garden. Mit dem Rabbit Cage können wir natürlich Hasen einfangen und mit dem Garten können wir natürlich Sachen anpflanzen, die wir später ernten können. Allerdings gibt es da noch mehr. Es gibt ein Small Raft. Wir können auch segeln. Es gibt hier auch ein Meer und da können wir auch langfahren. Dann können wir unter anderem auch noch etwas sehr Skurriles bauen. Aus Köpfen, Beinen und Kohle und Stöcken. Das wird Eindringlinge abschrecken, verscheuchen, denn wir werden im Laufe der Folge auch noch Besuch bekommen. Und dieser Besuch wird nicht unbedingt freundlich sein. Gut, wir wollen aber jetzt unseren Hasen braten. Dazu nehmen wir den in die Hand mit Linksklick und packen den mit C auf das Feuer drauf. Fachen wir das Feuer noch ein bisschen an mit einem Blättchen. Und da vorne bleibt schon wieder ein kleines Häschen. Das holen wir uns gleich. Komm her, kleines Häschen. Komm, 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 komm. Oh, er hat uns gesehen. Oh, 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 oh. Und er ist weg. Scheiße. So, da ist noch ein Hase. Und getroffen. Gut. Gut, gut, gut. Können wir den gleich dazu packen? Können wir unseren Hasen hier jetzt nehmen? Ist der jetzt fertig gebraten? Ja, der scheint fertig gebraten gewesen zu sein. Nee, das wollen wir nicht. Gut, wir braten nochmal unseren Hasen. Können wir derzeit nicht. Ein bisschen verbuggt vielleicht. Na gut, dann packen wir ihn halt einfach wieder weg. Und dann fangen wir an mal hier. Oh Gott. Ah, ich bin ins Feuer gelaufen. Oh, ich Idiot. Nein. Nein, nicht sterben. Nein. Komm schon. Ich habe noch nicht mal einen Tag überlebt. Geht doch. Dann sammeln wir mal Kräuter, um uns wieder zu heilen. Okay. Schleichen wir uns an die Ex mal an. Hab dich! Ich höre irgendwo wieder so einen verdammten Tennisball. Die Echsen können wir leider nicht häuten. Das Problem hatte ich schon mal an Echsen, die an Bäumen kriechen. Und wieder ein Tennisball. Die ganze Nationalmannschaft an Bord gewesen. Gut. Hier vorne haben wir gleich einen Busch mit Beeren. Diese Beeren sollten essbar sein. Aber sind das schwarze Beeren jetzt? Ich will die jetzt nicht essen. Nee, ich werde die auch nicht essen. Boah, was ist das denn?
Das sieht geil aus. So ein richtig riesiger Baum wie bei Game of Thrones, die Eisenbäume. Ah, ich dachte, ich habe gerade was Cooles gefunden. Oh, jetzt habe ich aus Versehen eine Beere gegessen, aber sie scheint essbar zu sein. Giftig ist sie auf jeden Fall nicht. Gut, da wir das jetzt gebaut haben, können wir anfangen, einmal ein Rabbit Cage. Nein. Wir brauchen jetzt ein kleines Zelt? Nein, brauchen wir nicht. Wir werden am besten erstmal die Insel erkunden und mal gucken, was wir so finden. Allerdings würde ich doch noch gerne ein zweites Lagerfeuer bauen, weil wenn wir zurückkommen, ist unser Lagerfeuer wahrscheinlich runtergebannt. Deswegen bauen wir hier nochmal schnell ein zweites Lagerfeuer. Oh, nein, nicht anzünden, nicht anzünden, nicht anzünden. Oh, es ist zu spät. Egal. Nehmen wir hier noch ein paar Äste mit. Und weiter geht's. Die Flora und Fauna in diesem Spiel ist wirklich sehr cool gemacht. Wir haben Häuser gefunden. Natürlich mal gucken, was da vorne ist. Oh Gott. Hallo? Koffer sind hier. Ich ahne nichts Gutes. Der wurde übel zugerichtet. Sollte hier verschwinden. Ganz schnell. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Oh Gott, was ist... Heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Weg. Okay, diesmal, das war traumatisierend. Also auf jeden Fall war eine Tennisspieler-Nationalmannschaft an Bord. Oh Gott. Da sind sie. Wir müssen uns verstecken. Wenn sie uns finden, sind wir tot. Gut, wir sind entkommen. Ich denke, sie haben uns nicht gesehen.
Was ist das denn? Das sehen wir uns doch gleich mal näher an. Stöcker. Oh Gott. Ah, das sieht nicht gut aus für uns. Aber wir sind ja bewaffnet, wir können uns ja wehren. Da ist einer von denen. Mach das Feuer aus. Vielleicht können wir uns ja anschleichen. Noch mehr von denen. Da ist eine ganze Rotte. Oh nein. Oh, wir sollten verschwinden. Schnell weg. Wo ist der Ausgang? Verdammt! Da. Und raus hier. Bloß weg. Oh nein, wir stecken im Felsen fest. Es wird dunkel. Das ist nicht gut. Wir sollten zurückgehen. Oh Gott. Was war das? Nein! Sie haben mich gefunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Haut ab! I'm friendly! I'm fucking friendly! Hallo Vogel! Macht Spaß, auf meinem Feuer zu sitzen. Komm, mach das Feuer wieder an. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Wo sind sie hin? Hallo? Hallo? Sind sie noch da? Ich glaube, sie sind weg. Oh Gott, mach das Feuer an. Gut, gehen wir weiter. Geschafft. Ich glaube, wir sind wieder in Sicherheit. Das Schlafen scheint an sich, glaube ich, noch nicht so gut zu funktionieren.
Nein, es funktioniert nicht. Schade. Jetzt müssen wir natürlich in der Nacht rumkrebeln, was natürlich nicht so cool ist. Wir haben nämlich nur ein Feuerzeug. Im Grunde genommen müsste man aus ein bisschen Klamotten und dem Duft eine Fackel bauen können. Geht aber leider nicht, aber wir können, glaube ich, einen Hammer bauen. Genau. Hier kann ich das Crafting-System einmal zeigen. Kombinieren. Und jetzt haben wir einen Hammer gebaut. Mit dem können wir wahrscheinlich Steine kloppen. Steine abbauen, die auf dem Boden normalerweise für uns nicht aufnehmbar sind. Oh, ho, 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 ho. Hab dich. So. Warten wir uns doch gleich mal eine Echse. Gott, was haben wir damit jetzt gemacht? Gut. Wow, what the fuck? Hold up. Nein! Verpiss dich! Hold up! Verschwinde! Nein! Oh mein Gott! Nein! Ihr kriegt mich nicht! Oh nein! Nein! Oh Scheiße! Oh, wir leben noch. Komm schon. Oh, hallo Vögelchen. Ah, wir sind in einer Höhle. Die Viecher haben uns in die Höhle geschleppt. Was haben sie mit uns vor? Oh nein. Nein. Scheiße. Oh mein Gott. Holy fuck. Wie kommen wir hier wieder raus? Was ist das? Eine Leuchtpistole. Die brauchen wir jetzt. Scheiße. Ich glaube, wir sind das Mittagessen oder das Abendbrot. Aber nicht so lange wir die Leuchtpistole haben. Gut, weiter geht's. Jetzt haben wir auch eine Taschenlampe gefunden. Hier kommen wir nicht raus. Oh, das ist echt creepy hier in der Höhle. Hier ist geil. Das ist richtig cool. Ich hör Luft. Da wo Luft ist, muss es auch rausgehen. Jetzt ist die Luft hinter mir. Scheiße. Ich komme hier niemals raus.
Boah, die Wassereffekte an der Decke sehen richtig gut aus. Diese Höhle nimmt einfach kein Ende. Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen. Oh mein Gott. Das Licht. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Was ist das? Einige. Oh Gott. Ich habe keine Batterien mehr. Was ist das? Komm schon. Das riecht nach Ausgang hier. Oh nein. Ich höre Wasser. Oh Gott. Kommt her, kommt her. Ich krieg euch. Oh Gott. Nein. Nein. Ja, das war The Forest, ein Survival-Game, das am 30. Mai rausgekommen ist und derzeit auf Steam für 14,99 erhältlich ist und echt ein krasser Schocker ist. Ich kann es nur sehr empfehlen, es ist ziemlich geil, mal abgesehen von den Bugs, die derzeit noch im Spiel implementiert sind. Und das mit dem Speicher- und Ladesystem wollen sie so schnell wie möglich fixen. Sie haben schon Versprechungen gegeben. Und ich werde mich an dieser Stelle verabschieden und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich fand sie auf jeden Fall ausreichend und auf Wiedersehen. Tschüss.